Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Markus Heeb. Ich bin glücklich verheiratet, habe zwei Kinder und bin seit dem 1.11. der Technical Manager Automotive der BIA-Gruppe. Ich habe Chemie studiert, habe meine Promotion in Chemical Vapor Deposition Technology erfolgreich abgeschlossen. Das war Ende 99, Anfang 2000 habe ich dann bei einem großen Chemikalienhersteller angefangen, in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung angefangen. Danach bin ich noch 3 Jahre lang in das Marketing gewechselt, habe dort als Produktmanager die Beschichtung von Kupfer, Nickel und Chrom auf unter anderem Kunststoffsubstraten verantwortet. Und danach hat mich aber die Praxis noch mehr gereizt und ich bin schließlich zu den Beschichtern gewechselt. Im Wesentlichen habe ich bestehende Abläufe optimiert dabei. Ich habe neue Verfahren eingeführt, habe die entsprechende Anlagentechnik dafür mitgeplant, die Anlagen umgebaut und eins meiner größten Projekte in der Vergangenheit war sicherlich der komplette Neubau einer Galvaniklinie. Ich konnte zusätzlich aber auch noch weitere Kenntnisse in den Bereichen Spritzguss, Lackieren und anderen Oberflächentechniken im Laufe der Zeit dazu gewinnen. Ich kenne BIA seit 20 Jahren, seit ich eben in der Galvanotechnik tätig bin. Was mich an BIA immer begeistert hat, war die Art und Weise, wie sie Design und Funktion mittels galvanotechnischer Verfahren kombiniert haben. Für mich waren schließlich 3 wesentliche Gründe ausschlaggebend, mich bei BIA zu bewerben. Das war zum einen, sie veröffentlichen regelmäßig neue Designtrends, insbesondere natürlich auf dem Gebiet des Galvanisierens und der Oberflächentechnik. Sie haben eine klare Globalisierungsstruktur. Und was auch wichtig ist, für mich zumindest, ist, BIA ist inhabergeführt. Die Geschäftsführung hat ein sehr hohes technisches Know-how. Und das ist natürlich die Grundlage für schnelle, richtige und vor allen Dingen auch nachhaltige Entscheidungen. Ich möchte Designer und Produktentwickler bei der Umsetzung ihrer Ideen unterstützen, indem ich ihnen die aktuellen Lösungsmöglichkeiten der BIA-Gruppe vorstelle. Gleichzeitig möchte ich natürlich auch die neuen Trends aufnehmen, damit unsere Forschungs- und Entwicklungsabteilung auch zukünftig die idealen Lösungen bereitstellen kann. Kurz gesagt ist es meine Aufgabe, eben die Anforderungen des Marktes mit dem Portfolio der BIA-Gruppe abzustimmen. Also der Reiz der Position liegt für mich in den Herausforderungen, mit denen wir tagtäglich konfrontiert sind und auch mit denen wir in Zukunft konfrontiert sein werden. Wir haben aktuell zum Beispiel die Herausforderung, dass wir von dem Chrom-6-Verbot in der Galvanik sehr stark betroffen sind. BIA ist schon seit Jahren auf der Suche nach Alternativen, auch relativ erfolgreich. Aktuell planen wir den Umbau sämtlicher Galvanikanlagen im Rahmen unserer Substitutionsstrategie. Dazu brauchen wir natürlich auch die Unterstützung unserer Kunden und auch der gesamten Lieferkette. Also meine Aufgabe wird es eben sein, die Kommunikation zu koordinieren und auch den Umstellprozess auf Chrom-6-freie Verfahren entsprechend erfolgreich in der Linie umzusetzen und in der gesamten Lieferkette umzusetzen. Eine weitere Aufgabe wird natürlich die Initiierung neuer Projekte sein. Gerade bei der Suche nach Chrom-6-Alternativen haben wir uns mit der ein oder anderen Technologie befasst und dabei haben wir durchaus interessante Lösungsmöglichkeiten gefunden oder zusätzliche Aufgabenfelder gefunden. Diese Technologien waren zwar nicht geeignet, das Verchromen zu ersetzen, aber sie sind hervorragend dafür geeignet, eben entsprechend eine Ergänzung zum Chrom
zu bieten. Und diesen Mehrwert wollen wir natürlich dann mit unseren Kunden auch erarbeiten.